Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Massacre 3D. Nein, Spaß, von The Witcher 3. So. Die haben uns angegriffen, wir haben uns nur verteidigt, wir können nichts dafür. Sag mal, wo ist denn. Ich hab doch irgendwo eine Markierung gesetzt. Ach, guck mal, das ist hier. Ah, okay, wir müssen also durch den Wald da hoch. Ich will erstmal zum Dorf. Was da noch ist. In der Ferne. Oh, zwei Hasis. Ach, süß. Was ist das hier? Ach, das ist das Ding. Aber das ist ganz. Also das brauchen wir nicht reparieren. Das ist schon mal gut. Hier gehen überall so kleine Wege ab. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und die Bäume immer so abgebrochen und so sind hier. So komisch abgebrochen. Wyvern. Wer Wyvern nicht kennt, das ist eine Drachenart. Ne? Also, warte mal eben. So, jetzt schnell hier rüber und dann absteigen. Ich habe das noch nicht mal in der Liste im Bestarium, ne? Ich habe keinen Plan, was dagegen hilfreich ist. Es greift uns an, okay. Also, der Drache. So, wir nehmen mal Art. Ein Wyvern. Oh, wie geil. Oh, ich mach dem Schaden. Yay, ich mach dem Schaden. Yay. Oh, oh. Das. Wenn er hoch will, kann man. Ja, wir haben ihn. Bestiariumseintrag hinzugefügt. Nice. Oh, halt, falsches Schwert. Nein. Oh, guck dir mal den Sumpf an. Oh, ist der eklig. Wyvern, ey. Oh, cool. Cool. Ja, mein Wyvern, so weißt du, mir nichts, dir nichts. Schneller. Ist krass. Nicht so schnell, Plätze. Was ist denn das da? Kannst du hier hoch, Geralt? Guck mal da oben, seht ihr das? Seht ihr, was ist denn das? Ich sehe das, ne? Mit den ganzen Krähen dort oben. Was ist das? Plätze, du wartest da unten, ich will mal ganz kurz gucken. Hier gibt's keinen Weg hoch. Oh. Nein, Geralt. Keinen Weg direkt hoch, oder? Doch, hier. Hier gibt es einen Weg hoch. Also wir sind jetzt umständlich hier hochgekommen. Ein Ort der Macht. Ein Ort der Macht. Ein verbesserter Sattel. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Wuhu. Wo ist denn das Dorf? Da hinten, da unten sieht man es schon. Ah, cool, wir sind gar nicht mal so weit entfernt. Ach, von hier drüben wären wir eigentlich hingekommen. Ah, okay. So, wir haben wieder einen neuen Fähigkeitenpunkt erhalten. Was natürlich nicht zu verachten ist. Wo ist Plötze? Plötze? Das ist nicht Plötze. Wo bin ich hier? Da ist Plötze, alles klar. So. Schön sachte reiten, nicht zu schnell. Plötze? Los. Ich kann hier runter. Direkt Richtung Duft. Plötze, lauf. Hey, hey. Mist. So, weg. Mit unserem neuen Schwert. Und das ist gut. Es ist so gut, das neue Schwert. Oh yeah. Ein Nest. Versiegelte Flasche. Rabenfeder. Questobjekte? Oh, hä? Hab ich wieder ein bisschen vorgegriffen beim Spiel. Hups. So, wo ist denn jetzt hier das Dorf von hier aus? Nach oben, okay. Plötzlich, du bleibst dabei, oder? Ich lauf mal das Stückchen. Durch die schöne Natur hier. Hups. Ah, hier ist es doof. Okay. Gefunden. Juhu. Hier gibt es einen Händler. Ich hatte wieder diesen Traum. Was ist mit deinem durch den Wald gerannt? Hinter einem Flüstern hier. Das mich zum alten Baum auf dem Kopf.
sind wir ein paar Gebete. Und bitte die Götter, dass das Traumgeflüster die Haus wieder in den Wald führt. Ganz runter. Okay. Händler, bist du der Händler? Nein. Der ist hier drin. Hallo. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühnerdreck dran. Was verkaufst du? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Der hat nicht viel. Leider nichts für uns, mein Freund. Wir können ihm ein bisschen was verkaufen, da kann er sein Sortiment aufstocken. Guck mal, du hast hier Knobi hängen. Wo hast du denn den Knobi? Ich hab keinen gesehen. Na, ist das fair schon? So ein bisschen. Deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Ja, das sind sie. Kürschner sucht Arbeit. Kürschner und Lederer, 20 Jahre Erfahrung, nimmt große und kleine Aufträge an. Macht und repariert feine oder auch abgetragene Kleidung. Zuverlässig und pünktlich. Holt das Material ab, liefert die fertigen Waren. Stets mit einem Lächeln. Okay. Karren zu verkaufen. Heukarren zu verkaufen vom Besitzer. Guter Zustand, kaum gebraucht, Scheunenwagen, Metti fragen. Okay. Zintrische Wandteppiche. Tausche drei aufwendige zintrische Wandteppiche gegen Lebensmittel, vorzugsweise Fleisch. Doch auch Gemüse kommt in Frage. Die Teppiche sind neu und ungebraucht. Wunderbarer Stoff mit Leinenkettfäden. Herrliche Wandverzierung. War als Aussteuerer für meine Tochter gedacht. Aber die Schwarzen haben sie erwischt. Also gibt es keine Hochzeit. Oh, scheiße. Zunder und Brennholz. Gegen moderate Bezahlung, gerne in Getreide oder Gemüse, bringe ich Gestrüpp und Gehölz aus dem Wald zum Feuern und Heizen. Allerlei Flechtwerk. Flechtwerk aus Weide und Birke. Körbe, Matten und mehr. Wir flechten aus weißer und gefärbter Weide, mit und ohne Rinde. Auf Anfrage stellen wir auch Möbel, Besen und weitere Haushaltsgegenstände her. Natürlich keine Kochtöpfe. Preisverhandlungssache. Feldfrüchte besonders willkommen. Auftrag Monster aus dem Sumpf. Wer das Lesen lesenskündig ist, der lese hier gründlich durch, auf dass es im ganzen Dorf und weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestie gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Okay. Ein neuer Hexerauftrag. Auftrag Monster aus dem Sumpf. Ich werde es lesen können. Das haben wir ja schon. Wollen wir das mal machen? Mal so just for fun? Sprich mit dem Auftraggeber. Aha, da hinten. Ja, nee, machen wir es mal lieber so. Ich würde jetzt schon gerne. Stufe 12, okay, das geht. Wo ist es? Ah nee, Herren des Waldes sind Hauptaufgabe. Ah, alles klar. Ja gut, Plötze. Warum? Ist hier noch irgendwas los? Der sieht komisch aus, ne? Der sieht anders aus als alle anderen. Dorfältester. Oh, wir reden mal mit dem. Okay. Der sieht irgendwie anders, fällt auf. Der sieht ganz anders aus als die anderen NPCs hier. Zurückreiten oder? Ja, reiten wir mal die Strecke zurück. Das geht schon. Was? Na, Plätze in diesem unwegsamen Gelände ist nicht so der Bringer. Darum bin ich vorhin so abgestiegen. Da vorne sind überall die Krähen. Achso, das ist dieses Nest hier. Okay. Okay, können wir also rüberreiten. Das habe ich nicht gewusst.
das geht alles hier runter. Ich reite mal jetzt hier querfeldein. Oder ist das schon hier? Nee, es ist nicht hier. Es ist weiter hier hinten. Der Riesenbaum dort hinten. Okay. Wow, Blödsinn. Kein Stress. Wow. Mach keinen Quatsch. So. Hier soll der süße Pfad beginnen. Plötze, mein Guter, du bleibst hier. Das sieht aber unheimlich aus, Freunde. Das sieht man aber doch, dass das... Da, guck mal, da ist doch Blut. Das ist doch... Hä? Hm. Das ist nicht echt. Das ist einfach nur Fake. Man sieht es ja auch, guckt euch mal die Statue an. Ne? Man sieht, dass das überhaupt nicht ansatzweise echt ist. Ja, hier überall hängt Zeug. Hier liegt ja überall Süßigkeiten. Naja, ich traue die ganze Sache nicht. Das ist nicht ganz hier. Nee, hier ist was faul. Ganz faul. Da hinten sind das Häuser. Hat er auf dem Map irgendwo Häuser auch gesehen? Oh, eine Kiste. Da haben wir gleich noch mit aufgesammelt, ne? Guck mal, wenn hier ein Kind langkommt, ne? Kiste schnappen, zurückgehen. Fertig. Hast du wieder ein bisschen Gold, dann passt das schon. Ach, guck mal, was wir hier haben. Wisst ihr was? Ich speichere jetzt lieber auch. Nochmal, sicher ist sicher, ne? Ja, gefunden, würde ich sagen. Ne? Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene, mene, mu, das Feuer, das machst du. Ach du Backe. No? Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Okay, hier ist was ganz faul. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen, aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze.
Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge. Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Okay, also einer hier weiß anscheinend was. Geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Okay. Ich mach mal kurz die Hexensinne an. Kann ich mich umgucken? Also irgendwas haut hier auch überhaupt nicht hin, ne? Das merkt man irgendwie. Ich geh mal in die Hütte. Mal gucken. Hallo? Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Frage die Kinder... Oh, Entschuldigung, du hast mich angerempelt, aber ganz eindeutig. Frage die Kinder nach Hansi. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Das ist wirklich vollkommen eklig. Ich meine, in Frankreich Delikatesse. Ich würde... Das ist so ein Gericht, was ich niemals versuchen würde. Schnecken. Ist nicht. Das ist... Geht nicht, kann ich nicht. Behandelt eure Oma euch gut oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Also es gibt wirklich einen Hansi. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Na gut. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Ja, ich bin der Hexer. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. Eins, zwei, drei. Wir sind Hexer, also bitte. Ja, wir können das. Das können wir. Wir haben auch Hexersinne. Alles muss versteckt sein. Aha. Oh, ich hab einen gesehen. Da hinten lief einer. Nee.
Okay. Hier ist einer hoch. Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Hm? Ah, haha. Da bist du. Du kannst rauskommen. Ich hab noch was gehört, da hat noch einer gelacht. Guck mal, der ist da drüber und dann da reingerutscht in den Haufen. Hier hinten, ne? Ja, hier. Mag dich. Komm raus. Hast mich. Hier sind auch noch kleine Fußspuren. Ah, wo gehen die hin? Ins Haus. Das ist billig. Ach, guck mal. Ich kann dich sehen. Wie hast du mich gefunden? Ah, ganz easy. Ich kann's halt. Ich kann's halt. So. Und der dritte? Wo hat sich der vierte von euch versteckt? Ah, hier. Okay, hinters Haus. Hinters Haus. Okay, ich bin gespannt. Ach, hier. Ich habe alle gefunden. Haha. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich hätte euch auch was vorzaubern können. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Jetzt bin ich gespannt, was wir machen. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Ach. Na dann, gehen wir mal gucken. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Wovor hast du Angst? Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Oh, krank. Krieg ist so krank, ey. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Hm.
Quest aktualisiert. Okay, also hier lang. Hier lang. Wir suchen jetzt nach Hansis Bau. Okay. Das gibt's doch nicht. Oh, hier ist ein großes Wasserweib. Nein, hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Knochen. Okay. Nix mehr. Da haben wir da schon was. Guck mal einer an. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Okay. Hier durch. Oh, das gibt's doch nicht. Nee, gar nicht gut. Warte mal, ich mach mal das hier rein. Okay, wir nehmen das natürlich alles mit hier. Weil wir es zum Craften irgendwann gebrauchen können, ne? Okay, Fußspur, da. Hansi ist ja durchgelaufen, ohne die Monster so ein bisschen, ne? Also, schon krass. Der Kleine muss was drauf haben. Hier lang. Hier lang. Führen zu einem Bau. Ach hier. Was da wohl drin ist. Ne, vermutlich Hansi. Ich speichere noch eben. Das können wir jetzt auch wegstecken. Ach nee, halt. Was ist das denn? So. Okay, Hansi rufen. Hansi. 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 Ah, Göttling. Hab keine Angst. Ah, auch so ein kleiner Göttling. Haben wir schon mal eine getroffen. Jetzt haben wir schon einen. Cool, jetzt haben wir schon zwei davon gesehen. Hm. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ach, da gibt's noch mehr davon? Oh, okay. Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Hm? Warum nicht? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier, ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl.
Na gut, dann folgen wir jetzt mal dem Kleinen. Hier war auch mal ein richtiges Dorf hier im Sumpf, aber die Natur hat sich das wiedergeholt. Ich folge mal direkt Hansi. Hä? Besiege die Monster. Ach so, ich soll die Monster besiegen. Okay. Hansi. Kann weitergehen. Bleib dicht bei mir. Aber den Kleinen nehmen die so gar nicht für voll, die Monster, ne? Hat man ja gerade gesehen, die haben nie auf den reagiert. Nur auf mich. Ja, das ist natürlich dann gut für den Kleinen, ne? Ich würde sagen, das machen wir mal noch kurz, dem noch folgen. Ich will nicht, ob ich jetzt speichern kann. Mal gucken, wo er uns hinführt. Ach, guck mal, da oben waren wir doch vor uns, ne? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ach, das Nest! Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Ah, die Flasche aus dem Nest. Ich hab sie schon. Oh, cool. Die ist es also. Ah. Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig kräftige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Ach, du Wagge. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch, ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Oh, dann spinne ich nicht.
Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Eher nicht so. Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Sekunde, ich würde jetzt nämlich erstmal gerne die Folge beenden. Kann ich hier speichern? Ich kann nicht speichern. Kann ich jetzt speichern? Ja, okay. Da würde ich sagen, beenden wir erstmal jetzt hier die Folge und wir machen dann hier gleich in der nächsten Folge weiter. Ne? Also, bis dahin. Tschüss.